So, hallo miteinander. Ja, heute wieder mal was Technisches. Jetzt zeige ich euch, wie man die Ventile einstellt am, wie heißt der Motor, OM904, soviel ich weiß. Ich muss nochmal nachgucken, bin da nicht der Oberspezialist. Ja, und jetzt fangen wir an mit den Ventilen einstellen. Die muss man ungefähr alle 100.000 oder beim, glaube ich, bei jedem vierten Intervall, Serviceintervall, irgendwie so. Und bei mir wurde es vermutlich bei 50.000 gemacht und jetzt habe ich, glaube ich, schon 210.000. Ob es zwischendurch mal gemacht wurde, weiß ich nicht. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher und kontrolliere die jetzt. Beim letzten Vario hat sich das gezeigt, dass das bereits das Auslass nur noch 0,2 mm hatte. Statt 0,6, also immer noch Luft, passiert nichts. Aber die Leistung ist dadurch ein bisschen zurückgegangen, das habe ich gemerkt. Und da hat es echt was gebracht und gut habe ich es beim letzten Vario auch kontrolliert und das mache ich jetzt da auch. Ja, jetzt gibt es nur noch ein Problem. Ich habe hier zwei faule Socken drin, zwei Wölfe und die fühlen sich da drin letzte Zeit am wohlsten. Und die müssen dann irgendwann mal weg, weil ich muss da zu diesem Motorraddeckel dazu kommen. Aber die pennen jetzt, aber die lasse ich jetzt. Ich bin ja kein Unmensch. Und ich fange mal vorne an bei der Motorhaube. Man kommt ja von zwei Seiten zum Motor dazu. Ein Teil von da und der andere Teil von innen. So, damit ich da auch hochkomme, ein Schemmelchen und dann geht's gleich mal hoch, Motorhaube aufmachen, tack, die rastet ein und jetzt sieht man da ins Innere des Motors, dass diese Plastikabdeckel, hier hat so Schnellschrauben, die müssen auch weg. Dann mache ich das mal. Also hier dieser Schlauch muss weg, da ist ein Halter dran und da muss man diese Schraube lösen, rausziehen. Und jetzt kommt er sicher weg. So, die Schraube ist weg, das ist 15er Schlüsselweite. Der Schlauch da unten ist jetzt auch weg, beiseite geschoben. Und jetzt fange ich mal an, diese zu lösen. Die Imbus, ich glaube 6 mm. Und dann hoffe ich, dass die Wölfe dann mal aufwachen und ich von innen dazu komme. So, diese Teile sind ziemlich satt angezogen. Ich habe leider nur diesen Imbus 6 mm. Besser, ihr habt eine Nuss mit 3/4 Zoll Knarre. Ich habe jetzt das halt so gemacht, mit der Verlängerung. So, und dann aufdrehen. Ich habe es jetzt schon mal angelöst, weil da brauche ich beide Hände. Die sind aber richtig fest. Das macht dann, gibt einen kleinen Knall und dann sind sie offen. So. Jetzt gehen die alle, jetzt müssen die alle raus. So, die Vorden sind draußen gelöst, kann man rausziehen und da unten seht ihr, ziemlich verschmutzt, gleich reinigen. Das sind richtige Ablagerungen, das muss weg. So sieht es im gereinigten Zustand aus, Öl ist weg, jetzt habe ich es dafür an den Fingern, super. Ja, die werden jetzt alle gereinigt und dann geht's weiter. So, drei habe ich jetzt mal raus gereinigt. Jetzt sollte ich eigentlich hier rein. Aber wir haben immer noch dieses Problem da. Tja, war wohl zu viel am Morgen. Ja gut, dann warten wir halt. Irgendwann werden die auch auferstehen, die zwei. Ich habe hier noch AdBlue und jetzt habe ich da den Anschluss vom AdBlue weggemacht, der tropft noch ein bisschen, deswegen habe ich den Lappen drunter. So, da ist der von der anderen Seite und da muss man nur, da hat es eine Klammer, das ist derselbe hier. Da, genau, das ist derselbe hier, einfach da mit dem Schraubenzieher rein und dann kann man den hochdrücken, so hochziehen und bis er einrastet, dann kann man ihn rausstecken. So, ich habe jetzt den da hinten reingeklemmt, weil das Niveau dann höher ist, jetzt tropft er nicht mehr.
Und jetzt geht es darum, diese Abdeckung wegzunehmen. Unten ist die nur eingehängt und dann kann man eigentlich leicht rausnehmen. So, beiseite legen. Die Motorabdeckung habe ich schon rausgenommen. Das passt da schön hin. So, und jetzt noch die letzte Schraube öffnen. Die habe ich noch nicht angelöst, damit ihr seht, wie... Hier komme ich super dazu, da kann ich auch filmen, damit ihr seht, wie fest die angezogen ist. Tack, jetzt ist sie auf. Also besser mit einem Nuss, 3/4 Zoll Knarre. So, jetzt sind alle Schrauben weg von der Ventildeckeldichtung und alle gereinigt. Da sind jetzt zwei. Die Dichtung lasse ich dran. Schmier die noch mit Silikon ein, die hat keine Risse. Die könnt ihr auch ersetzen, wenn ihr wollt. Ist aber nicht nötig. Jetzt hier einfach dran, die klebt natürlich, dann reißt man einfach dran. Ich habe das jetzt schon gemacht und dann löst die sich. Und dann kann man sie wegnehmen. Ja, der Schlauch, den ich weggenommen habe, das ist gar kein AdBlue, sondern das ist Kühlerwasser. Der Schlauch hier. Das Kühlerwasser, offenbar wird diese Einspritz, ich glaube Dosiereinheit oder so, wird Wasser gekühlt, offenbar. Ja, die Deckel ist jetzt draußen, man hebt den hoch und führt ihn da am besten hier dran vorbei und nach rückwärts dann raus. Und jetzt tue ich zuerst mal alles schön reinigen, bevor ich dann da die Ventile einstelle. Hier seht ihr den Deckel, hier auch, hat viel Ablagerung, das reinige ich natürlich alles schön picobello sauber. Das ist die Dichtung, die bleibt kleben halt, die, wenn sie nicht spröd ist und noch der Gummi weich ist, das ist er, dann kann man die nochmal verwenden. Also die ist jetzt, ich weiß nicht, ob die schon 200.000 alt ist oder ob die mal ersetzt wurde beim ersten Mal Ventil einstellen oder vielleicht haben sie es noch mal gemacht, ich weiß es nicht, aber sie ist noch gut so. So, gereinigt, nicht nur die Dichtfläche, sondern auch ja, überall, wo ich dazu kam, um die Ablagerung wegzubringen und auch draußen. Die wollen da wieder rein, aber das geht jetzt nicht. Auch draußen habe ich den Deckel, so auch die Ablagerung, das Öl macht nichts, es wird wieder voll Öl, aber die Ablagerung, die müssen weg und hier die Dichtung auch gereinigt, die ist noch top, schön gummig, schön weich, kann man dran lassen, wenn man es gefunden hat. So, jetzt bin ich am Motor einstellen, das heißt am Drehen, das mache ich unten am Schwungrad von Hand und jetzt ist gerade der Patrick gekommen. Der hat jetzt meine Garage und wir haben früher, ja, ist lange her, zusammengearbeitet, lange Geschichte. Und der, ja, macht es jetzt super mit seiner Werkstatt und er hat jetzt viel um die Ohren. Er hat jetzt den Stress, ich nicht. Aber ich brauchte jetzt ihn, genau im richtigen Moment kam er, weil man muss jetzt auf Wechsel stellen. Das heißt, bei einem Zylinder, bei uns jetzt Zylinder 4, Auslass schließt, Einlass öffnet. Er hat das beobachtet, während ich unten am Motor gedreht habe. Und jetzt können wir die Ventile einstellen. Und das sage ich euch gleich noch. So, also Patrick, ich will Hallo sagen. Hallo und tschüss, alles Gute. Also den Motor drehe ich einfach von Hand an diesem Pulli. Das geht langsam, aber es geht. Und jetzt merke ich mir die Stellung, weil einer ist jetzt auf Wechsel und dann muss ich zwei Umdrehungen machen und dann ist der andere auf Wechsel. Also Zylinder 4, also ganz hinten, der ist jetzt auf Wechsel. Das heißt, ich kann diese zwei einstellen. Ich habe sie schon gemessen, die sind perfekt. Auslassventil ist nur ein Ventil und Einlassventil, ihr seht, da sind zwei Stück. Und das Einlass muss 0,4 haben und das Auslass 0,6 und das haben sie, also das hat bereits, war das in Ordnung. Dann kann man weiter einstellen am Zylinder, jetzt muss ich schnell überlegen, 1, 2, am Zylinder 2 kann man das Einlass einstellen und am Zylinder 3 kann man
das Auslass. Das ist dann da hinten. Das hat jetzt Spiel und das andere hat keins. So, aber die kann ich jetzt auch einstellen. Das heißt, mit zwei Umdrehungen kann ich den ganzen Motor einstellen. So, also dann jetzt kontrolliere ich die da hinten noch. Jawohl, also 0,4, da habe ich die Blattleere. Das ist das, da geht man da dazwischen. Da. Das ist auch gut. Ja, das ist gut. Das hat vielleicht 0,45. Das macht nichts, weil das Ventil nimmt mit der Zeit eigentlich ab und nicht zu. Jetzt muss ich von innen natürlich zum Auslass vom Zylinder frei. So, das ist hier Auslass. Ja, das ist auch gut. Das hat auch ein bisschen mehr. Es geht relativ einfach. Die haben da großzügig mal Spiel eingestellt. Ja, vielleicht mache ich das noch ein bisschen enger. So, jetzt zeige ich euch auf der gegenüberliegenden Seite hat es ein 5er Imbus und ein 14er Schlüssel. Dann löst man da die Kontermutter und hier kann man jetzt das Ventilspiel einstellen, ein bisschen enger machen. Ich habe da früher ganz viel eingestellt, also da bis es anzieht und jetzt klemmt es ein bisschen zurück. So, und jetzt klemmt es nicht mehr. Und jetzt wäre es perfekt auf 0,6. So, das muss da gut hin und her gehen. Ich tue da noch ein bisschen zurück, ganz wenig. Und jetzt habe ich diese 0,62 vielleicht. Und jetzt muss ich da wieder anziehen, gleichzeitig den Imbus halten, dass der genau da bleibt. So, muss ich da abstellen. So, wieder gut anziehen habe ich und dann nochmals kontrollieren. Und das ist soweit. Gut, es hat sogar jetzt ein bisschen mehr Spiel gegeben durch das Anziehen. Ja, jetzt habe ich vielleicht 0,63, irgend sowas. Ich könnte jetzt noch 0,65 und die geht dann aber nicht mehr rein. Und das ist okay. So, jetzt habe ich das eingestellt, was möglich ist. Und jetzt muss ich zwei Umdrehungen machen, ist ja am Viertakter. Und dann hat der andere Zylinder, der ganz vorne, die Nummer 1, hat dann Wechsel. Und dann kann ich die 4 einstellen, unter anderem. So, ich musste drei Umdrehungen, bis der Zylinder 1 auf Wechsel war. Zuerst der Zylinder 1 Wechsel hat, dann müsste ich dann nur noch eine Umdrehung machen. Wenn der Zylinder 4 Wechsel hat, müsst ihr drei Umdrehungen machen. Das erste Mal muss jemand dabei sein und das gucken. Auslass schließt, Einlass öffnet, wenn man in der Drehrichtung dreht. Und dann markiert man das am Riemenscheibe und dann hat man eigentlich die Position. Der Rest kann man dann von alleine machen. Und wie ich habe es jetzt noch kontrolliert, darum musste ich noch mal einmal umdrehen. Die meisten haben eben eine andere Zündfolge, aber der hat jetzt halt diese. Jawohl, jetzt die habe ich bereits eingestellt. Die hatten alle nicht zu wenig, sondern eher ein bisschen zu viel. Ich habe es ein bisschen nachgestellt, ja, weil ich halt eher genau habe, statt zu viel. Wobei es war vielleicht 0,05 zu viel. So, jetzt muss ich nur noch eines einstellen. Ich habe jetzt Zylinder 1 auf Wechsel gestellt und Zylinder 4 konnte ich einstellen, plus das Ventil Einlass von Zylinder 3 und jetzt noch Auslass von Zylinder 2, das ist das hier. So, jetzt habe ich noch mal eine Drehrichtung, einfach zum zeigen. Jetzt ist bereits Zylinder 4 wieder auf Wechsel gegangen und Zylinder 1 kann ich einstellen, habe ich aber ja schon. Also, wenn ihr also auf Zylinder
4 auf Wechsel seid, braucht ihr nachher 3 Umdrehungen, damit der Zylinder 1 auf Wechsel geht. Wenn ihr aber auf Zylinder 1 auf Wechsel seid, das ist ja Zufall, je nachdem wo der Motor steht, dann braucht ihr dann nur noch eine Umdrehung und dann seid ihr auf Wechsel dann auf Zylinder 4. So, ich zeige jetzt euch nochmal, wenn ihr dann die Ventile einstellt, ich mache jetzt das noch ein bisschen genauer, und zwar beim Auslass 06, der hatte aber zu viel, ihr seht, jetzt hat er zu viel, jetzt tue ich das berechtigen, Kontermutter lösen, die ist streng angezogen, jetzt ist sie los, und dann einfach das Teil dazwischen lassen. Und dann da anziehen, bis sie Widerstand merkt, dann ein bisschen zurück. Und dann geht das hier locker, schön hin und her. Und jetzt kontern und dabei den Imbus halten. So, das war's schon. Ich habe jetzt nochmal alle Kontermutter kurz kontrolliert. Sind alle angezogen, wie sich's gehört, aber Kontrolle ist besser. Jetzt Ventildeckel drauf. So, Ventildeckel ist drauf. Jetzt macht man das Teil, er hält auch, der klemmt sich leicht ein. Gut gemacht. In den 80er Jahren, da hatten wir noch Kork-Ventildeckel, die waren angeleimt mit Kontaktkleber. Ah, das war ein Zeug, weil da musste jedes Mal ersetzt werden. Musste man alles, den Kleber wegmachen und neue Dichtung hin. Das waren Zeiten. Unterdessen ist das alles ein bisschen besser gemacht. So, Deckel ist drin und von dieser Seite her ein bisschen ein Gewurzel. Passt auf, dass die Dichtung schön drin bleibt. Das merkt ihr dann auch. Ich kontrolliere es jetzt noch. Ich spüre zwar, dass es gut ist, aber ich gehe jetzt noch auf die andere Seite. Kontrollieren ist besser. Und dann könnt ihr die Schraube wieder reinmachen und nach Drehmoment anziehen. Oder dann gut wieder festziehen, wenn ihr das Gefühl dazu habt. Ich bin noch von der alten Generation. Damals hatten wir kaum Drehmomente in den 80er Jahren. Ja, da hat man noch ein bisschen Gefühl für diese Schrauben. Außer die Zylinderkopf, die sind natürlich extrem wichtig. Aber jetzt die Ventildeckeldichtung, ja, da passiert gar nichts. So, als erstes habe ich gerade diesen Schlauch wieder, eben ist kein AdBlue, ist Wasserschlauch, wieder reingemacht und dann die Klammer zurückgeschoben, wenn er drin sitzt. Und nachher ist drehbar, ist ein O-Ring und dann hält er und dann ist er auch dicht. Und jetzt kommen die Schrauben rein. Schön gereinigt, alles. Hä? Zuerst mal nur ansetzen, nicht fest anziehen, alle zusammen. Falls der Deckel noch seine Position finden muss. So, wo ist das Loch? Hier. Deswegen nur mal ganz leicht anziehen. So, vielleicht gibt es da sogar eine Reihenfolge, um das Ganze festzuziehen. Vermutlich von einer Seite zur anderen. Ja, das passt. Hä? Die anderen noch. So, dann fängt ihr einfach an eine Seite an, zieht die ganz rein und dann irgendwann merkt ihr, geht nicht mehr weiter und dann schlägt sie unten an. Ihr habt die Schraube vielleicht gesehen, die hat unten einen Anschlag und jetzt muss man da wieder gut festziehen. Wenn ihr Drehmoment habt, macht es mit Drehmoment. Ich habe keine. Ich habe auch das Werkzeug nicht dazu da, aber ich ziehe die wieder gut an. So, da passiert gar nichts. So, alles ist wieder dran. Und hier habe ich noch eine Scheuerstelle gefunden. Ich habe jetzt das gesichert. Das ist ein AdBlue-Schlauch. Habe noch einen Schlauch drüber gemacht. Das hat hier gescheuert, war keine Bride dran. Und jetzt scheuert es nicht mehr weiter. Hier war eine Bride, hier scheuert es nicht. So, das wird die AdBlue-Zufuhr sein, vermutlich.
Aber mit AdBlue kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht aus. Das war vor meiner Zeit. Also hier diese Schraube wieder hingemacht, angezogen und den Schlauch. Das ist übrigens die Kurbelgehäuseentlüftung, dieser Schlauch hier. Genau. So, das war's. Ich habe am Schluss nochmal alles schnell geprüft, nochmal angeschaut, dass ich nichts vergessen habe. Mache ich immer. Also alles gut, Motor-Dings ist wieder dran. Und ja, jetzt läuft er auch. Muss ich gar nicht probieren. Am Dienstag gehe ich Ölwechsel. Das Schlimmste kommt jetzt noch, meine Hände wieder waschen. Scheiße, sind die schwarze. So habe ich das auch endlich gemacht, aber es war eigentlich gut. Es hatte eher zu viel als zu wenig. Da hat der letzte Mechaniker wohl ein bisschen zu viel Spiel gegeben. Ich habe jetzt das wieder nach unten korrigiert, weil dadurch verändern sich auch die Steuerzeiten und das soll ja alles passen. Ja, das war's jetzt wieder. Ventil einstellen am Mercedes Vario am OM904. Ich muss das nochmal kontrollieren und schön wart ihr dabei und so sieht das aus. Aber macht es nur, wenn ihr wirklich ein bisschen Ahnung davon habt, weil sonst fragt einen Automechaniker. Es ist keine Hexerei, aber wenn man es noch nie gemacht hat und zwei linke Finger hat, dann lasst lieber die Finger davon und lasst es einen Fachmann machen. Das ist mein Tipp, damit da nicht irgendwie dann ein Folgeschaden draus entsteht. Ja, okay, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.